Bikini in Freizeitkleidung. Jürgen Hartland, Piero Manzano? Manzano nickte und die beiden anderen postierten sich links und rechts von ihm. Folgen Sie mir bitte. Er führte Manzano in einen kleinen Besprechungsraum. Hinter ihnen schloss er die Tür, bei der einer seiner Begleiter stehen blieb. Setzen Sie sich. Ich habe eine Nachricht von Europol aus Den Haag erhalten. Ich muss zur Sicherheit vorab Ihren Computer überprüfen. Der ist meine Privatsache. Haben Sie etwas zu verbergen, Herr Manzano? Manzano begann sich un... sich, was dieses Vorgehen sollte. Hatte man ihn nicht gebeten, hier zu helfen? Ihm gefiel Hartlands Ton nicht. Nein, aber eine Privatsphäre. Gut, dann machen wir es anders. Erklären Sie mir bitte, wer martha@ratner.ru ist. Wer soll das sein? Ja, das frage ich Sie. Sie haben eine E-Mail an diese Adresse geschickt. Sicher nicht. Und selbst wenn, woher wüssten Sie es? Oh, glauben Sie mir, Sie sind nicht der Einzige, der sich mit IT auskennt und in fremden Rechnern umsehen kann. Europol hat Sie natürlich überwacht. Also, wer ist martha@ratner.ru? Noch einmal, ich weiß es nicht. Einer von Hartlands Begleitern nahm Manzano die Laptoptasche ab, bevor er sich dagegen wehren konnte. Manzano sprang auf. Der andere Mitarbeiter Hartlands drückte ihn in seinen Stuhl zurück. Was soll das? Ich dachte, ich soll Sie hier unterstützen. Das darf mir zuerst auch. Hartland packte den Laptop aus und schaltete ihn ein. Dann gehe ich ihm wieder. Nein, das tun Sie nicht. Manzano versuchte aufzustehen, wurde jedoch abermals zurückgehalten. Bleiben Sie bitte sitzen. Er drehte Manzano seinen Laptop zu. Sie haben also keine E-Mail an martha@ratner.ru geschickt. Auf dem Bildschirm las Manzano eine Mail von seiner Adresse an die von Hartland genannte. Zu Thaler Fair. Bug suchen. Werden nichts finden. Halte dich auf dem Laufenden. Er las sie noch einmal. Sprachlos sah er Hartland an, musste wieder auf den Bildschirm starren. Endlich brachte er ein paar Worte hervor. Das habe ich weder geschrieben noch geschickt. Das ist aber schon Ihr Laptop. Manzano nickte. Seine Gedanken rasten. Er sah das Versanddatum der Mail. Etwa um die Zeit war er in Den Haag aufgebrochen. Er verschränkte die Arme vor der Brust. Ich habe das nicht geschrieben. Ich habe keine Ahnung, wer das getan hat. Untersuchen Sie das Gerät. Vielleicht ist es manipuliert worden. Ich würde es ja selbst tun, aber ich vermute, dass Sie das nicht zulassen werden. Ja, da haben Sie recht. Das Gerät untersuchen wir. Er reichte den Computer einem seiner Männer, der damit den Raum verließ. Währenddessen können wir uns weiter über Ihre E-Mail-Bekanntschaften unterhalten. Da gibt es nicht viel zu unterhalten. Ich kenne weder diese Mail noch die Adresse. Deshalb kann ich auch nichts dazu sagen. Währenddessen überlegte er fieberhaft, wie die Botschaft von seinem Account verschickt werden konnte. Ihm fielen nur zwei Möglichkeiten ein. Sie sagen selbst, dass mein Laptop von Europol angezapft wurde. Suchen Sie den E-Mail-Verfasser dort. Warum sollte Ihnen Europol falsche E-Mails unterschieben? Um mich zu belasten, von sich abzulenken, falsche Spuren zu legen, was weiß denn ich? Manzano wurde sauer. Er war schon öfters von der Polizei verhört worden, doch das war Jahre her. Beim letzten Mal hatten sie ihm etwas nachweisen können und ihn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Damals war das Delikt vergleichsweise harmlos gewesen. Oder jemand anderer hat meinen Computer gehackt und will mir diese Mail anhängen. Warum auch immer. Und Sie fallen prompt darauf rein. Er hatte sich im Lauf seines Lebens nicht nur Freunde gemacht, aber keine Feinde, die ihm etwas derartiges einbrocken würden und vor allem auch in der Lage dazu wären. Denn natürlich war sein Laptop ausgezeichnet gegen Eindringlinge geschützt. Wer es trotzdem schaffte, gehörte zur obersten Liga. Außerdem musste dieser jemand über seinen Aufenthaltsort und seine Pläne Bescheid wissen. Das waren nur die Leute bei Europol. Das sind ja schöne Theorien. Wer außer Ihnen wusste zu diesem Zeitpunkt denn überhaupt, dass Sie hierher kommen sollten? François Bollard von Europol. Vielleicht ein paar Kollegen, die er informiert hat, das weiß ich nicht. Der Direktor von Europol und noch ein Kollege. Ich habe Bollard gefragt. Hoffentlich hat er Ihnen die Wahrheit gesagt. Dass der Franzose ihn nicht besonders mochte, hatte Manzano gemerkt. Aber deshalb so etwas? Also, wer noch? Er überlegte, wem er noch davon erzählt hatte. Shannon nicht. Waren das alle? Ja. Auf seinem eigenen Computer rief Hartland offensichtlich eine Datei auf, aus der er ablas. Sie sind Piero Manzano, zumindest in den 80er und 90er Jahren brillanter Hacker, außerdem politischer Aktivist. Na, das ist jetzt übertrieben. Ich war auf der einen oder anderen Demonstration.
In meiner Heimat gab und gibt es ja genug Missstände, gegen die man demonstrieren musste oder muss. Auch als ganz normaler, besorgter Bürger. Beim G8-Gipfel in Genua 2001 wurden Sie sogar kurzzeitig verhaftet. Himmel! Haben Sie nicht mitbekommen, was die Polizei dort damals getan hat? Dutzende Polizeibeamte, darunter Führungskräfte, wurden später dafür sogar verurteilt. Nur die grotesken Verjährungsgesetze unseres Landes verhindern, dass die meisten dafür auch ins Gefängnis mussten. Zudem wurden Sie verurteilt wegen des illegalen Eindringens in die Computernetzwerke von... Guter Güte, erzählen Sie mir nicht mein Leben. Ich weiß, was ich getan habe. Da draußen greift jemand Europa und die USA an. Und bei Ihrer Mail könnte man... Moment, Moment. Wieso die USA? ...den Verdacht bekommen, dass Sie mit diesem jemand Kontakt haben. Diesmal spürte Manzano, wie ihm alles Blut aus dem Gesicht wich, sich aus Händen, Armen, Füßen und Beinen zurückzog und mit voller Wucht in seinem Herzen Zuflucht suchte, das nun bis in seinen Hals zu klopfen begann. Sie verdächtigten ihn, Piero Manzano, zu den Urhebern der Katastrophe zu gehören. Dieser Hartland hatte ihn gerade zu einem politischen Cyberaktivisten erklärt. Sie glaubten, er wäre ein Terrorist. Das ist absurd. Warum stotterte er? Für Hartland musste das in dieser Situation wie ein Eingeständnis klingen. Manzano wusste, dass er unschuldig war. Es war die Angst, die ihm in alle Glieder gekrochen war, das Blut und das Selbstbewusstsein aus seinem Gehirn vertrieben hatte. Das werden wir herausfinden. Das werden Sie. Und was soll das mit den USA? Sagen Sie, haben Sie auf Ihrer Reise kein Radio gehört? Keine Station scheint mehr senden zu können. In den Vereinigten Staaten geht es seit heute Morgen ähnlich zu wie bei uns. Weite Teile des Landes sind ohne Strom. Das ist nicht Ihr Ernst. Und glauben Sie mir, ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt. Besser, Sie fangen an zu erzählen, bevor die CIA sich für Sie interessiert. Shannon griff nach ihrer Daunenjacke auf der schmalen Rückbank des Porsche und zog sie über. Im Auto war es kalt geworden. Seit einer Stunde wartete sie auf dem Parkplatz vor dem riesigen Bürogebäude, das etwas außerhalb der Stadt lag. Über dem obersten Stockwerk stand in riesigen Buchstaben Talafair AG. Unter normalen Umständen wäre sie mit ihrem Mobiltelefon online gegangen und hätte nachgesehen, um was für ein Unternehmen es sich handelte. Aber es herrschten keine normalen Umstände. Sie stieg aus und überquerte den Parkplatz. In der Empfangshalle saß eine einsame Frau und begrüßte Shannon mit hochgezogener Augenbraue. Was kann ich für Sie tun? Shannon sah sich unauffällig um. Am Tresen vor der Frau enthielt ein kleiner Ständer Broschüren, auf denen der Firmenname prangte. Deutsche Version, englische. Ausgezeichnet. Do you speak English? Mm-hmm. I think I'm lost. I need to go to Ratingen. Die Miene ihres Gegenübers hellte sich auf. In unbeholfenem Englisch erklärte sie Shannon, dass sie nur die Straße vom Parkplatz rechts fahren müsse und so nach einem Kilometer in Ratingen sei. Shannon bedankte sich, blätterte beiläufig in einer der Broschüren und steckte sie ein. Bye. Zurück im Wagen kuschelte sie sich noch tiefer in ihre Jacke und begann mit dem Studium des Prospekts, immer wieder unterbrochen von kurzen Blicken zum Eingang, in dem Manzano verschwunden war. Nantieu. Aus. Ich brauche dringend neue. Bertrand Dorieux schüttelte seine leere Medikamentenpackung. Aber wir sollen die Häuser nicht verlassen. Ach, ich steig direkt vor dem Haus ins Auto. Was soll da passieren? Er ging in die Küche. Annette, seine Frau, folgte ihm. Celeste Bollard saß am Tisch und rupfte ein Huhn. Die Federn sammelte sie in einem großen Korb, doch nicht wenige verteilten sich auf dem Küchenboden. Ach, das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich habe ganz vergessen, wie anstrengend das ist. Na, du verdammtes Viech. Da habt ihr das Hühnchen schon gerupft. Durch die gegenüberliegende Tür trat schnaufend Vincent Bollard, in jeder Hand einen Korb voller Brennholz. Wisst ihr, wo ich die nächste offene Apotheke finde? Können wir nur ausprobieren. Ist es dringend? Ja, meine Herzmedikamente. Bollard nickte nur. Seine Frau wechselte einen Blick mit Annette Dorieux. Eigentlich sollten wir da ja nicht raus. Aber wenn wir müssen, müssen wir. Er drückte seiner Frau einen Kuss auf die Wange. Wir sind bald wieder zurück. Ja, bis gleich. Ratingen. 2 Stunden lang hatte Hartland Manzano in die Zange genommen. Was heißt, werden nichts finden? Gibt es denn etwas zu finden? Und Sie werden verhindern, dass es gefunden wird? Oder gibt es nichts zu finden? Glauben Sie, Zugriff auf die Systeme zu erhalten und sie dann manipulieren zu können?
Worüber wollen Sie wen auf dem Laufenden halten? Was haben Sie schon alles verraten? Endlose Fragerei. Manzano hatte mit Gegenfragen geantwortet. Warum sollte ich so dumm sein, eine derartige Botschaft unverschlüsselt zu senden? Warum sollte ich sie nicht gleich nach Versand gründlich löschen? Dazwischen war Hartland mehrmals aus dem Raum gegangen und hatte Manzano allein gelassen, nicht ohne vorher die Tür abzusperren. Nun saß er seit einer...